Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Deponia. In der letzten Folge haben wir es eigentlich mal geschafft, den Roboter ein bisschen auszutricksen. Und wenn wir jetzt reingehen, ist er jetzt ein bisschen verknallt in der Knisterfolie. Also ich habe es wirklich früher so gedacht, dass wir irgendwo eine Knisterfolie suchen müssen. Aber naja, okay. So, wir nehmen ja den WIP-Vogel mit. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Okay. Und da kann ich jetzt nicht rein. Achso. Das steht doch hier drauf. Nicht? Haha, Rufus in the house. Und gleich ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Okay. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Ich muss da jetzt das... Da fehlt ein Adapter. Kleine Klink, großer Blöd. Okay. Also ich guck jetzt ganz... Möchte da jetzt nicht raufgucken. So, also wir haben den hier. Und jetzt weiß ich auch genau, was ich damit machen muss. So. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Oh, der Arme. Okay. Nächster, bitte! Hey! Hallo! Ach, du schon wieder. Fass dich kurz. Ich habe zu tun. Nächster, bitte! Darf ich jetzt Nächster, vielleicht den Kopfhörer bitte. Haben? Was? Die brauche ich. Also, Nächster, bitte. Was war das? Du meinst die Tatsache, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Nächster, ist das bitte. Nicht faszinierend? Ja, das ist nicht faszinierend. Nächster, bitte. Wirst du nicht mal müde? Naja, heute ist schon mehr los als sonst. Aber solange es nur die eine Leitung ist, auf der endlos Gespräche geführt werden, kann ich es noch handeln. Ich gehe dann. Mach du so. Sehe ich genau. Okay. Gut, dann gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Aber jetzt kann ich ihn wirklich wieder da ransetzen? Weil vorne hat es ja nicht funktioniert. So bringt das nichts. Gizmo wird ja auch immer das. Da fehlt ein kleiner. Nee, sollte ich nicht. Ich verschießt an mir das. Ich kann nicht. Verschießt an mir. Verschießt. Mann, jetzt kann ich das nicht mehr benutzen. Warum trinkt ihren Kaffee schwarz? Ach so, ja, weil du es eher so reingezwungen hast, so gesagt. Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja. Wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni! Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Oh mein Gott.
Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ah! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Okay. Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Wir haben hier noch einige Luftballons. Vielleicht können wir mit denen halt noch irgendwas machen. Gut, aber wir haben immer noch Luftballons hier. Hallo, Dr. Gissen. Ja. Ich. Ja, okay. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, hallo, Toni! Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Ah. Er ist so ein kluges Tier. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Ah. Alles Lügen. Oh, okay. Gut, dann weiß ich jetzt Bescheid, dass sie ihn jetzt dahin bringen. Gut, und jetzt können wir ihn auf die Notrufsäule hingeben. Inspektor, Sie haben einen Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Ah! Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das noch... Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Ah, Rufus! Okay. Ich will ihn lieber nicht stören. Ach, ja. Okay. Dann geht's da wieder lang und dann ist er, glaube ich, richtig gestresst, ne? Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Hey, hallo. Hm? Ach du schon wieder. Fass dich kurz. Ich habe zu tun. Was macht die Arbeit? Hier ist gerade das Chaos ausgebrochen. Jetzt ist bereits die zweite Leitung ununterbrochen blockiert. Nein, auf die Idee kommt, auf Dauerfunk zu stellen. Dreh ich durch. Das ist mal sicher. Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht es um ein Ortsgespräch? Nein. Außer diesem Apparat. Na gut. Du willst ihn? Du leidest. Wieso? Na gut. Alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Was macht ihr? Jetzt ist bereits die zweite Leitung. Wenn noch einer auf die Idee kommt, auf Dauerfunk zu stellen, dreh ich durch. Das ist mal sicher. Also müssen wir noch eine. Ich geh dann. Mach das. Du solltest. Sehe ich genau. Ja, oh Gott. Eine für sofort und eine für unterwegs. Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack. Nächster bitte! Nächster bitte! Das ist kleine, große... Ja, ich weiß, weil ich halt die Lösungen hier im Internet gerade habe und ich komme hier nicht richtig klar. Noch so 10 Minuten spiele ich noch. Oh mein Gott. Okay, der Was ist da. Wissen Sie noch? Ich
Der ist damit beschäftigt. Ich muss noch mal kurz gucken. Sobald dieses angegeben, öffnet die Tür, begrüßen den Tresorraum. Dort angekommen müssen wir feststellen, dass die Funkausrüstung, Mikrofon und Kopfhörer fehlen. Besitzen wir bereits. Achso, das Mikrofon besitzen wir bereits. Was wissen Sie noch? Ich gehe mal kurz hier rein. So, hi. So, Tresorraum, nehmen zwei Kätzchen aus dem Kasten und unter der Wand mit den Zahlen. Jetzt geht es ein und nehmen zwei Kätzchen aus dem Kasten und wieder in die dunkle Gasse. Gizmos. Oh Gott, das ist doch Wahnsinn. Nein, sie würde ihn nur in Stücke reißen und ihn anschließend exakt frankiert nach Porta Fisco schicken. Füllen wir einen Ballon mit Lachgas, genau. Und heute müssen wir uns an einen psychischen Funk vergreifen, indem wir mit dem... Ach so, ja okay, das habe ich ja jetzt auch schon. Begeben wir uns jetzt in Tonys Laden, können wir das Tierchen in Schluck Espresso wiederbeleben. Ja. Notfallsäule in der Mitte des Dorfplatzes, der Vogel steht vor der Rotonde. Rufe sind Untertaten. Ein Funkleitung in Telefon blockiert. Dafür begeben wir uns. Ich schummel nicht, ich guck nur. Das ist also wirklich. Ich weiß nicht, wie das halt so ist. Ich glaube, das ist echt schwierig für mich, das irgendwie selber herauszufinden. Ich mach mich hier so echt verrückt. Nein, ich schummel nicht. Also. Dafür begeben wir uns im Büro des Bürgermeisters und stellen die Wippvogel auf. Das habe ich schon gemacht. Auf die Gegensprechanlage. Ja, genau. Ist fast perfekt. Das gestohlene Kätzchen wird auf das Fernsprecher gesetzt. Fernsprecher. Esther, bitte! Esther, bitte! Esther, bitte! Okay. Esther, bitte! Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Esther, bitte! Oh Gott, jetzt kommt noch... Oh Gott. Jetzt ist es schwieriger. Esther, bitte! Oh mein Gott. Esther, bitte! So, jetzt ist er noch mehr gestresst, ne? Oh nein. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Er ist völlig fertig. Er ist völlig fertig. Okay. Ich nehme deine Kopfhörer mit, okay? Okay. Sehr geehrte Nächste, bitte. Und das Funkgerät war perfekt. Das geschlossene Kätzchen, Fernsprecher gesetzt. Die Nerven des Telefonisten ist auf dem Dach wegen endgültig blank. Der arme Kerl merkt nun nicht mal mehr, wie wir mit ihm Kopfhörer stehen. Zurück in den Tresorraum. Tresorraum. Esther, bitte!
Aber war ich jetzt richtig? Nächster, bitte! Gott, oh Gott, oh Gott, das ist mir alles zu viel. Aber wo ist denn jetzt der Tresorraum? Was wissen Sie noch? Rufus hat die Antenne. Ja, ja. Tresorraum. Und das Kneipe. Mhm. Und da geht's auch da schon wieder los, ey. Oh. Ach so. Oh. Okay. Der Tresorraum ist halt da, wo die Prostitution ist. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay, der muss halt da irgendwo das Funkgerät. Was ist das denn? Wieder muss ich... Da fehlt ein klein großer Da fehlt ein klein großer Blödsinn. Gold trinkt ihren Kaffee. Ja, ja, ist doch gut. Kann ich das da nicht dran setzen? Ja, in den Tresorraum, mein Gott. Ah, das ist alles so blöd gemacht. So. Fehlt nur noch der Hörer. Gut. Jetzt kann's losgehen. Hallo? Ist da jemand? Hallo, Cletus. Junk fly hazard in the northern quadrant, caused by a flock of stampeding. Cletus, komm schon. Deine Liebe ist die größte. Cletus, Cletus. Dum, dum, dum. Rufus ist der größte. Da-da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Da-da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organumkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Ich habe Ihre Verlobte gefunden. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Groß? Lange Haare? Der Implantat, die von einem vorbeifahrenden Organumkreuzer. Fragte nach Ihnen. Glauben Sie mir ruhig, es ist Ihre Verlobte. Ich auch nicht. Was verlangen Sie? Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Ich mache das nicht für mich. Ich mache es für Goal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Wenn Sie den Preis in die Höhe treiben wollen, dann sagen Sie es lieber offen. Also, was wollen Sie? Erst einmal ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Planen die Orga... Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen. Und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst.
kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Natürlich. Wo waren wir denn gerade? Sie wollten mir Ihre Bedingungen nennen. Was wollen Sie im Austausch gegen meine Verlobte? Sie haben mir immer noch nicht... Wahrscheinlich. Aber wenn... Keine... Sie können wir... Natürlich. Wo... Sie wollten... Was wollen... Eine Partei. War neben gar nicht. Gut, dann können wir ja schon mal die Hochzeit absagen. Oh. Warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Ja. Und ich mache jetzt hier Schluss mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Sie lasst gerne Daumen hoch und da kommentiert nicht vergessen. Und man sieht sich auf jeden Fall bei einem weiteren Video. Bis dahin. Ciao, ciao.